Was geht ab, Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute hier aus Köln und wir sind hier gerade bei der Hanfbar. Morgen ist die Eröffnung und was Hanf in Verbindung mit Sport so auf sich hat, das wollen wir heute mal so ein bisschen aufklären. Und deswegen sind wir extra einen Tag vor der Eröffnung und zeigen euch exklusiv hier ein paar Einblicke aus der Hanfbar in Köln. Kommt mal mit. Hey, was geht ab? Alles gut? Ja, ich habe schon erzählt, ihr habt morgen die Eröffnung hier in Köln bei uns. Schön, dass ihr da seid. Ja, vielen Dank, dass wir da sein dürfen. Hey, gerne, gerne. Ich freue mich. Und ja, meine Abonnenten wissen das. Ich bin so viel in der Fitnessbranche unterwegs. Das und Dankeschön. Und mich hat interessiert persönlich, okay, Hanfprodukte und Sport, was kann man da so machen? Da dachte ich, komme ich mal hier vorbei. Klar. Und stell mal so ein paar Fragen. Gute Entscheidung. Hanf und also Cannabis, Marihuana und Sport klingt ja erstmal so ein bisschen gegensätzlich. Genau. Ja. Dem ist aber nicht so tatsächlich. Und deswegen ist es gut, dass wir mal drüber quatschen. Denn ich glaube, dass es da noch sehr viele Vorurteile gibt und dass es da auch so ein bisschen an Wissen mangelt, zumindest in der breiten Masse der Bevölkerung. Wollen wir uns setzen? Ja, wir setzen uns kurz. Ihr habt da auch bereits schon ein bisschen was rumliegen auf dem Tisch. Ja, du hast ja eben schon angesprochen, Cannabis, Marihuana, Hanf, Sport, passt das überhaupt zusammen? Man hat ja so ein bisschen die Vorurteile, Leute, die Marihuana konsumieren, sind eher faul, träge, ne? Und passt das Sport überhaupt dazu? Und ich habe eben schon ein paar Fragen gestellt hier zu den Produkten, die jetzt gerade ihr auf dem Tisch seht schon. Ey, und es gibt auch tatsächlich... Ich packe noch ein bisschen Weed mit dazu. Oh, jetzt geht's aber los. Leute, seht ihr das hier? Ja, das ist der Feinschnitt. Ja? Ich wollte euch jetzt nicht hier noch die Buds auf die Theke knallen. Nicht, dass ihr das hier für einen Coffeeshop haltet. Aber genau, du hattest eben schon die Frage gestellt, inwiefern das zusammenpasst, was die Hanfbar damit zu tun hat und wie wir das Ganze miteinander verbinden. Wenn wir so über Cannabis nachdenken, sehen wir ja meist erstmal die Kiffer. Ja, richtig. Und sehen dabei nicht die vielen Sportler tatsächlich, auch die Leistungssportler, die das schon seit langem regelmäßig für sich nutzen. Und jetzt sogar noch intensiver für sich nutzen können, da der Nutzhanf, also insbesondere der Wirkstoff CBD, Cannabidiol, zu dem komme ich gleich noch ein bisschen detaillierter, von der Dopingliste genommen wurde, letztes Jahr oder sogar vorletztes Jahr. Und somit jetzt halt auch von Leistungssportlern genutzt werden kann. Ja, krass. Ja. Ich wusste gar nicht, dass es überhaupt auf der Dopingliste war. Das Einzige, was ich mitbekommen habe, ist, dass ständig diskutiert wird, ob es jetzt legal ist oder nicht legal. Und ihr habt ja da auch persönlich einen guten Stress mit gehabt, ne? Ja. Kann man ja so sagen. Ja. Immer überall, wo du irgendwie anfängst, was zu bewegen, hast du halt auch Gegenwind und Leute mit anderen Interessen, gegen die du dich durchsetzen musst. Tatsächlich ist es so, dass Cannabis sehr viele unterschiedliche Cannabinoide beinhaltet. Das sind pharmakologisch wirksame Substanzen. Und das bekannteste Cannabinoid ist ja THC. Mhm. Ja? Kennt jeder. Das, was so high macht. Und das ist auch verboten in Deutschland tatsächlich. Es ist allerdings nur eines von vielen Cannabinoiden. Und es gibt zum Beispiel den Gegenspieler von THC, das ist CBD, Cannabidiol. Mhm. Und Cannabidiol macht nicht high. Ja? Wurde jetzt auch von der WHO als komplett unbedenklich eingestuft und hat aber vielerlei positive Auswirkungen auf den Körper. Wie zum Beispiel, man kann es als Muskelrelaxanz nutzen. Mhm. Ja? Es ist entspannt, sedierend, aber gleichzeitig kann es auch deine Konzentration fördern. Ja. Es kann schmerzlindernd wirken, entzündungshemmend, angstlösend, antipsychotisch. Ja? Kann sogar eben bestimmten Drogeneinflüssen entgegenwirken. Ja. Ja. Und das ist hochinteressant. Ja. Und eben genau diese muskelentspannende Wirkung und auch die schmerzlindernde Wirkung, auch die entzündungshemmende Wirkung, ist für Sportler sehr interessant.
um ja, das Ganze sowohl innerlich als auch äußerlich anzuwenden. Ja, hochaktuell bei mir meine Schulter, Bizeps-Sehnenentzündung, chronisch mittlerweile. Und da wäre es auf jeden Fall mal eine Option, das zu testen, oder was meinst du? 100%. Da habe ich sogar was für dich. Ich gucke, ob ich einen Tester hier habe. Da gibt es ein CBD-Gelenköl. Ach, krass. Das kannst du äußerlich anwenden und du kannst auch gleichzeitig dann eben auch CBD innerlich nutzen, also in Form von Hanftropfen oder Hanfblütentee. Das ist tatsächlich eines der wenigen Dinge, die ich selber noch gar nicht ausprobiert habe. Und deswegen auch für mich persönlich einfach mega interessant, heute hier zu sein, dass man ja, einfach vor Augen zu haben, wie das Ganze hier aussieht. Man hat ja gar keine Vorstellung eigentlich, wenn man jetzt so an CBD und Cannabis und THC hin und her denkt. Wie kann das Ganze überhaupt im Gesundheitsbereich irgendwo Platz finden? Ne? Ja. Und ich glaube, dass da auch viel, viel Aufklärungsbedarf ist. Das ist halt draußen in der Welt. Ne? 100%. Und gerade wenn ich jetzt hier schon als Sportler reinkomme und sehe Hanfproteinpulver und wenn ihr dann da drauf die Werte mal abcheckt, das hat ja bessere Werte als das, ja, eigentlich fast jedes tierische Protein. Allerdings habe ich da eine Frage an dich. Und zwar, das Hanfprotein, vegane Proteine allgemein, haben ja meistens nicht so einen tollen Geschmack. Ne? Ja, das stimmt. Habt ihr da eine Lösung für? Ja, 100%. Also du hast erstmal einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, das Thema Nährstoffe. Auch das Thema Bioverfügbarkeit, also hat auf jeden Fall eine bessere Bioverfügbarkeit als die meisten anderen pflanzlichen Proteine. Ja, alle essentiellen Aminosäuren und. Schmeckt halt nur kacke, das stimmt. Ja. Wenn du es jetzt zum Beispiel nur mit Wasser mischst und so trinkst, das würde ich jetzt nicht empfehlen. Ja. Du kannst da geschmacklich halt super geile Kombinationen, sagen wir mal, nutzen. Wie zum Beispiel mit Rohkakao und Datteln und Erdnüssen. Es gibt zum Beispiel einen Smoothie, den wir machen, der heißt Mary Gain. Das ist so ein Post-Workout-Gainer. Ja. Der hat über 700 Kalorien und 25 Gramm Proteine. Ne? Und da ist halt Hanfproteinpulver mit drin und es schmeckt wie flüssige Snickers. Ja, da nimmst du Banane, Hanfsamen, Datteln, Hanfprotein, Rohkakao, Erdnussmus und Wasser und haust das durch den Mixer, dann hast du ein flüssiges Snickers, super gesund, kein Industriezucker drin, nix, aber gute Kalorien. Das heißt, ich kann das nächste Mal am Training hier mal vorbeischneiden und den kriege ich auch bei euch hier. Genau, du kannst sowohl vorm Training als auch nach dem Training reinschneiden oder ich gebe dir das Rezept, kannst du selber zu Hause machen für dich. Mhm. Da machen wir auch kein Geheimnis draus. Ich glaube, es ist wichtig, dass da einfach Bewusstsein entsteht bei den Leuten und man halt einfach auch mal sieht, was gibt es noch so über den Tellerrand hinaus. Ja? Ich bin jetzt auch keiner, der jetzt, also ich lebe zwar vegan und das ist auch ein komplett veganer Laden, doch ich bin jetzt nicht auf irgendwie auf einer missionarischen Challenge unterwegs, um jetzt die Leute irgendwie auf die vegane Seite zu ziehen. Das muss ja am Ende jeder selber wissen. Ja? Ist ja deine Gesundheit, sage ich immer. Ja, ja. Und wir sollten nur aufhören, so zu tun, dass als ob die Ernährung, die wir zu uns nehmen, sich im Hals irgendwie in Luft auflöst und dann weg ist. Sondern wir nehmen sie in uns auf, sie wird zu einem Teil von uns. Ja. Ja? Und jetzt schau dir mal die Qualität der tierischen Produkte an, wie viel Dreck da drin ist, wie viel Antibiotika und Entzündungsstoffe und was weiß ich nicht für ein Mist. Ja. Das will ich nicht in meinem Körper haben. Ne? Darum geht es mir. Und das kann halt jeder für sich selbst am Ende auch entscheiden. Und da gibt es halt eben cleanere, bessere Wege. Glaube ich, auch gesündere Wege, sowas zu machen. Auf jeden Fall. Also ich habe vor kurzem erst angefangen, immer mehr und mehr auf tierische Produkte zu verzichten. Okay. Einfach aus Grund dessen, dass ich auf Netflix den Film What the Health gesehen habe und es um die gesundheitlichen Auswirkungen von tierischen Produkten auf den menschlichen Körper geht. Und ja, Empfehlungen an alle, die das mal schauen möchten. Deswegen. Wie lange machst du das jetzt schon, dass du so ein bisschen mehr auf die tierischen Produkte verzichtest? Jetzt circa seit 2 Monaten. Und merkst du schon so erste Unterschiede? Oder? Ich bin weniger müde. Okay. Ne? Also ich verzichte nicht komplett, aber sagen wir mal, ja, 90%. Vielleicht einen Tag in der Woche. Das war für mich leicht, so zum Beispiel Milchprodukte habe ich eh nie viel konsumiert. Ja. Pflanzliche Milch habe ich auch schon ewig konsumiert, weil ich es unnatürlich fand, die Muttermilch eines anderen Säugetiers zu trinken. Ja. Das fand ich komisch und habe dann für mich halt, bin halt umgestiegen. Davon abgesehen, dass die Werte auch einfach besser sind. Ne? Safe. Und ja, jetzt seit circa 2 Monaten. Ich bin weniger müde auf jeden Fall. Das fällt mir schon auf. Ich habe auch Verbesserungen in meiner Schulter gemerkt und habe mich dann ein bisschen informiert und auch gelesen, dass die Entzündungswerte halt auch runtergehen im Körper. Ne? Safe.
Und genau das ist der Punkt. Ne? Das ist das, was ich meine. Da ist so viel Dreck drin in diesen tierischen Produkten, gerade auch in Milchprodukten. Da ist so viel Dreck drin, dass es halt eigentlich eine ganz logische Konsequenz ist. Ne? Wenn du es weglässt, dann gehen die Entzündungswerte auch dann schon mal ein bisschen runter. Ne? Da merkt man aber auch bei vielen, wenn die umstellen auf vegan, dass da die Entzündungswerte einfach runtergehen. Ja. Das ist der kurzfristige Effekt, den du merkst. Es gibt langfristig noch viel mehr Effekte. Ja? Was passiert, wenn ich einfach den Industriezucker weglasse, wenn ich die tierischen Produkte weglasse und so dieser schleichende Tod, der uns ja irgendwann dann einholt, den kann man dadurch so ein bisschen verhindern. Ja? Ja. Und das ist ja... Das ist ja auch das, was so gefährlich ist an diesen ganzen Lebensmitteln. Du merkst die viele Auswirkungen merkst du ja nicht direkt von jetzt auf gleich, später. Sondern du merkst sie erst viel, viel später. Mhm. Und das ist genau das Gefährliche. Denn wenn es so wäre, dass du alle Auswirkungen von jetzt auf gleich merken würdest, ich wette mit dir, wir hätten hier zu 95% nur noch Veganer, ja, die rumlaufen und auch welche, die sich dann nur noch Bio ernähren und keine Ahnung was. Ja. Und das ist halt das, wo man also ein bisschen auch ein bisschen vorausdenken sollte. Ne? Aber ich habe das Gefühl, die Welt ist da sowieso ein bisschen im Wandel. Also gerade jetzt so die Generationen, die nachkommen, die sind da gar nicht mehr so anti wie die jetzige Generation gerade. Ne? Da gibt es ja viele, die sogar aus Protest dann, auf Instagram sieht man es viel, die dann einfach so einen Fleischberg posten und dann die Veganer damit verarschen und so. Ne? Ja. Ich glaube, das wird weniger in Zukunft werden. Und auf kurz oder lang, wenn die Aufklärung weiter fortgeschritten ist, dann wird sich das von alleine wandeln. Ja, safe. Ist ja auch okay. Also am Ende sollte halt, wie gesagt, jeder sich frei fühlen, ne, das zu tun, was sich für ihn richtig anfühlt. Und ich bin sehr froh, dass es inzwischen halt so mehr Bewusstsein gibt zu dem Thema. Es gibt ja auch mehr Infos zu dem Thema. Ja. Ich meine, alleine das Beispiel, das du genannt hast mit Netflix und Dr. Health und so, das hat es ja vor 20 Jahren nicht gegeben. Ja. Ne? Und deswegen ist es schon echt nice, dass die kommende Generation so unterwegs sind. Und da kann ich euch nochmal, auch jedem hier von den Zuschauern eben empfehlen, checkt mal das Thema Hanf aus. Wir stellen uns da natürlich gerne zur Verfügung und beraten und informieren die Leute. Ja, da wollen wir auch nichts für haben. weil ich ganz fest davon überzeugt bin, dass das eine mögliche Lösung, ein möglicher Schlüssel ist. Mhm. Ja, für Nachhaltigkeit und Gesundheit. Denn Hanf ist die nachhaltigste Nutzpflanze der Welt. Die bringt nur Vorteile von der Landwirtschaft bis hin zum Endprodukt. Ja? Und du kannst damit gesundheitlich eine ganze Menge reißen. Und gleichzeitig eben es auch so zubereiten, dass es richtig lecker ist, dass du Bock drauf hast. Weil wer hat Bock auf Genuss zu verzichten? Keiner. Ja, so, ne? Aber wenn du eben Gesundheit, Nachhaltigkeit und Genuss miteinander vereint bekommst, alles unter einen Hut bekommst, ohne viel Aufwand, wäre das etwas, wo du sagst, ey, da habe ich Bock drauf. Ja, es gibt ja keinen Grund, nicht es nicht zu probieren, ne? Eben. Ist ja, oft ist ja das Argument dann von den Leuten, ja, das schmeckt komisch, ja, dies und das, nee, ich brauche meine Schokolade. Ne? Ja, safe. Aber wenn du jetzt schon alleine vegane Schokolade probierst und ganz normale Schokolade von Milka, was weiß ich, ne? Nicht weglaufen, ich bin sofort wieder bei dir. Okay, Bro, hast du mitgebracht? Ich habe hier was für dich. Magst du Schokolade allgemein? Ja, ich bin jetzt nicht so der übersüße Typ, ne? Also ich brauche jetzt nicht so mit Karamell und ganzen Schnickschnack. Naja, jetzt könnte wahrscheinlich Kölner um die Ecke kommen und sagen, oh, der ist doch eigentlich ganz süß. Hier, probier mal. Das ist Schokolade jetzt. Die ist komplett vegan und extrem gesund. Da sind Hanfsamen drin, hoher Kalziumgehalt, Magnesium, Eisen, Zink. Genau, die oben drauf sind. Genau. Und jetzt kommt noch eine weitere Sauerei. So eine Tafel Schokolade hier. Da sind 125 Milligramm CBD drin. Und das heißt, das ist Schokolade, die wirklich gute Laune macht. Du bist halt danach echt safe, entspannter und so weiter. Also man kann es so vergleichen mit so Hush-Brownies, die man dann so früher mal gebacken hat oder so? Ja, nur mit dem Unterschied, dass es nicht high macht, sondern dass es halt wirklich nur entspannt macht. Muskelrelaxanz, wie gesagt, die entzündungshemmende Wirkung und die ganzen Vorteile von CBD. Einmal hier mit und einmal ohne Hanfsamen. Genau. Und dann gibt es halt noch so eine andere Schokolade, die ist auch auf Hanfsamenbasis. Ne? Lower Carb, roh, vegan. Ne? Auch Magnesium, Eisen, Antioxidantien und Omega-3-Fettsäuren Quelle. Also für alle Leute, die gerne naschen, können auf sowas zurückgreifen und tun noch was Gutes für sich. Ja, und ist auch noch gut für die Figur, so, weißt du? Wir machen aber auch eigene Schokolade hier. Wir machen Energy Balls, Raw Cakes, ne? Lauter so ein Kram. Und ich finde, ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber ich finde, wenn man eine Basis schaffen kann,
Und das ist das, was wir versuchen, indem halt Leute kommen und man sich einfach nur locker austauscht, ohne dass der eine den anderen verurteilt, ohne dass der eine den anderen in irgendeine Ecke drängen will, sondern sich einfach nur gegenseitig inspirieren, ja, sich ein bisschen austauschen, voneinander lernen und dabei halt eine schöne Zeit haben und genießen, dann glaube ich, dass wir da auf dem richtigen Weg sind. Wie siehst du das? Mega, auf jeden Fall. Also ich bin heute das allererste Mal hier, okay, und kannte dich ja auch vorher nicht. Und es ist einfach so eine super entspannte Atmosphäre. Also man kommt halt rein, man fühlt sich eigentlich direkt willkommen. Ne? Es ist auch irgendwie nicht fremd. Ne? Bist ja auch herzlich willkommen. Ja, aber trotzdem, ne? Das ist halt einfach das ist so ein offenes Aufeinanderzugehen. Ne? Und niemand verurteilt irgendwen. Ne? Ich bin schon öfter mit Vorurteilen, hatte ich schon zu kämpfen, früher als Tänzer angefangen. Ne? Und dann kriegst du das Vorurteil, du bist schwul, erstmal auf der weiterführenden Schule. Ne? Dann irgendwann Jobabsagen bekommen wegen Tätowierungen, ne? Solche Geschichten, ja, ganzen Kram. Und wenn man dann halt irgendwo hinkommt, wo man einfach als Mensch halt gesehen wird und nicht irgendwie auf dem ersten Blick sofort verurteilt wird, ja, ist einfach super angenehm. Und gerade, also du bist halt super offener Typ, kommst mal kurz rein, hier sagt jetzt, hey, ich hab noch was und stellst dann noch das vor und dies und das. Und ja, mega. Auf jeden Fall mega, ja, gut. Das ist irgendwie was Schönes, oder? Wenn man sich so ein bisschen austauschen, inspirieren kann. Dadurch entstehen halt super geile Sachen. Ne? Jeder bringt irgendwie was anderes mit an, ja, Vorerfahrung, an Wissen, an Ideen, an Kreativität. Und da kommt man irgendwie zusammen und es, ja, entsteht etwas Neues, Gemeinsames. Und das ist irgendwie cool. Also du bist aber auch ein super chilliger, sympathischer Typ. Jetzt ist kein Rumgeschleime, ist kein Spruch. Das ist natürlich auch das, was man sich wünscht. Ne? Ja. Und eine super Grundlage, um sich halt eben auszutauschen. Ja, sauber. Vielen Dank, dass wir hier sein durften bei dir. Ich glaube, wir haben alle mega viel gelernt. Ich muss auf jeden Fall nochmal wiederkommen, weil ich will alles auf jeden Fall mal ausprobieren. Gerade die CBD-Produkte jetzt für meine Schulter, mhm, ist auf jeden Fall nochmal so eine Option, wo man sagt, okay, das kann einem nochmal Hoffnung geben. Ne? Weil das Einzige, was die Ärzte machen, ist halt ständig Cortison reinspritzen. Mhm. Und auf eine Operation will ich auf jeden Fall verzichten, weil meistens ist gerade so Schulter-, Kniesachen, die werden meistens schlimmer als besser. Mhm. Und dann ist das auf jeden Fall eine Option, die ich testen muss. Ja, safe. Auch gerade als Sportler, Mann, ey, ja, Thema Muskelaufbau und so, Cortison ist ja genau, ja, geht ja genau in die entgegengesetzte Richtung. Ja, jederzeit herzlich willkommen, mit oder ohne Schulter. Und dann gucken wir einfach. Mega. Gerne. Danke dir. Ja. Nice, du? Leute. Kommt auf jeden Fall mal vorbei hier in Köln. Welche Adresse habt ihr? Nutzhanf, Bro. Welche Adresse habt ihr hier in Köln? Das ist die Hahnenstraße 16. Ist direkt am Rudolfplatz. Ihr könnt es eigentlich fast nicht verfehlen. Checkt auf jeden Fall auch den Instagram-Kanal von Hanfbar ab. Und Hanfbar Köln gibt es sogar auch, ne? Ja, genau. Checkt beides ab. Und ja, wir sehen uns entweder vielleicht mal hier oder im nächsten Video. Einen kleinen Kommentar habe ich noch. Wenn du zu viel von dem Zeug zu dir nimmst, ne, könnte es sein, dass du dich in einen Super Saiyajin verwandelst. Okay, das war das letzte Wort. Ciao, ciao.